fight like a Krogan, run like a leopard, but you'll never be better than Commander Shepard. Ja, hallo und willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Let's Check, und zwar von Mass Effect 3. Ja, ich brauste letztens einfach mal so durchs Internet und da sah ich, Mass Effect 3 Demo, 14. Februar, da musste ich natürlich gleich mal zugreifen, weil ich ein absoluter Fan der Serie bin, muss ich zugeben. Ja, ich war einfach mal so dreist und hab schon auf Bitte drücken Sie die Beliebig-Taste gedrückt. Ja, heute leider ohne Giga. Der hat mit seinem Real Life zu tun. So eine Sauerei, er hat ein Real Life. Er zieht sein Real Life uns vor. Nein. Dabei gibt's auch so tolle Sachen, die man im Internet machen kann, seine Zeit im Internet verschwenden kann mit. Wie sinnlose Videos auf YouTube gucken. Oder Pornos, was? Wer hat das gesagt? Wer hat so... Also wirklich. Ah, wird doch schon immer wieder ein Niveauloser hier, okay. Ja, wir werden einmal die Singleplayer-Demo antesten. Und später noch den Multiplayer, weil ich ja so voll besonders bin und so ein Battlefield 3 Vorbesteller-Dingsbums-Code für die Bums hab. Ja, super. Also werden wir den Multiplayer auch noch auschecken. Ja. Und, ja, fangen wir doch einfach mal an. Onwards to Adventure! Demo starten. Ja, männlich, weiblich, wie steht's mit Neutrum oder so? Nicht? Nein? Dann sind wir einfach mal männlich. Der Krieg zur Rückeroberung der Erde beginnt am 6. März 2000. Bla. Ja, ist auch scheißegal. Wählen Sie aus, welches Erlebnis Sie haben möchten. Ein sehr intensives, anregendes Erlebnis, hätte ich gern. Action. Stürzen Sie sich als berühmte Commander Shepard direkt in die Action. Schwierigkeit der Kämpfe ist einstellbar. Gespräche werden dazwischen setzen. Ne, ist ja doof. Rollenspiel. Traditionelle Mass Effect Spiel. Individualisieren Sie Ihren Charakter und wählen Sie Gespräche Antworten aus. Schwierigkeit der Kämpfe ist einstellbar. Und Story. Individualisieren Sie Ihren Charakter. Leben Sie und steuern Sie interaktiv. Ach, dann nehmen wir nochmal das ganz klassische hier. John. Vornamen. Hans-Peter Keks. Ah, ja, das passt nicht, schade. Dann nehmen wir ja, Hans-Peter Shepard. Das klingt gut. Das klingt gut, ja. Oh Gott. Sollte ich das. Wir wollen einfach mal alles testen, dann machen wir das doch einfach mal. Gesichtselemente. Gut. Gott, okay. Nehmen wir doch einfach mal. Mal sehen. Gesichtsstruktur. Nein, so. Irgendwie so. Und Hautton. Ja, so, Hauttyp. Okay, wenn ich so weitermache, dauert das ewig. ich werde das mal ein bisschen beschleunigen. Ihr seht, man kann viele tolle Sachen einstellen. Darauf kommt's an. Nur die Nase will ich noch umstellen. Er hat so riesen Zinken. Sieht aus, als könnte er damit schon die Feinde abstechen. Kinnhöhe. Kinntief. Kinnbreite. So ein dickes, fettes Kinn. Genau so. Mundform. Wie so ein Goldfisch vielleicht so. Mundtiefe. Nase. Okay, kommen wir zur Nase. Nase ist wichtig. Also Höhe. Nasentiefe. Okay, das sieht irgendwie. Ja, das sieht wundervoll aus. Absolut wundervoll. Augen vielleicht nochmal. Augen. Was gibt's denn so? Oh. Gibt's nicht irgendwas so teufelsmäßiges total? Oh ja, hier so rot so oder was? Oh, so überrascht.
Erfahrung, Tiefe. Und, ja, okay. Es soll nicht zu doof aussehen. Das tut's irgendwie schon. Na, okay. Haare. Ach ja. Ich liebe Rollenspiele. Oh Gott, was ist das? Vielleicht so eine Antenne oben drauf oder was? Ich erkenne es kaum. Oh. Nicht so einen chinesischen Bart. Buschige Augenbrauen! Oh, what the f... What the f... What? I don't even. Oh ja, das sieht toll aus. Das Ach ja. Okay. Lassen wir das so. Das ist also unser Hans Petter. Mhm. Was nehmen wir da? Soldatinfiltrator. Wenn ich jetzt Lust hätte auf Lesen, würde ich mir das bestimmt auch durchlesen. Experte, Wächter, Frontkämpfer, Soldat. Hätte gern so eine Mischung. Ach, scheiß drauf, nehmen wir Soldat. Soldat ist gut. Ach, haben wir das wieder. Auf der Erde geboren, Kolonisten. Sie waren ein Waisenkind und wuchsen auf den Straßen der großen Metropolen der Erde auf. Sie entkamen der Welt der Kleinkriminalität und des organisierten Verbrechens, indem sie sich mit 18 Jahren bei der Allianz zum Militärdienst verpflichteten. Kolonist, sie wurden auf Mindoir geboren, einer kleinen Grenzkolonie in der Attika-Traverse, und wuchsen auch dort auf. Als sie 16 Jahre alt waren, überfielen Sklavenhändler Mindoir und ermordeten ihre Familie und ihre Freunde und vergewaltigten alle, auch ihre Haustiere und so weiter. Eine Allianzpatrouille rettete sie und einige Jahre später gingen sie zum Militär. Ihre Eltern haben beide im Militär der Allianz gedient. Ihre Kindheit haben sie auf Schiffen und Raumstationen verbracht, weil ihre Eltern immer wieder versetzt wurden und nie länger als ein paar Jahre an ihrem Ort blieben. Sie sind dann in die Fußstapfen ihrer Eltern getreten und haben sich mit 18 Jahren zum Militärdienst verpflichtet. Ach, wir nehmen auf der Erde geboren. Ja, das ist schon gut. Auf der Erde geboren. Ich habe wirklich wenig Lust mehr, das durchzulesen. Nehmen wir mal einzig überleben. Oh, was ist das jetzt? Ein zahlreiches psychologisches Profil, oder was? So, schizophren. Der Tod zahlreicher Gruppen, die Freundschaften. Keine Ahnung, ach, den Typen. Den kennt man doch auch noch aus dem ersten Teil. Und dem zweiten so kurz. Ich glaube, ich habe damals. Ich glaube, bei mir ist damals Ashley draufgegangen. Da war so eine Situation, da muss man irgendwie diese Bombe schützen. Und ich dachte, es wäre jetzt doof, wenn ich die Bombe da alleine lasse. Ist die mir abgekratzt. Naja. Okay, Hans Petter Shepard, auf der Erde geboren, einzig überlebender Soldat, Ashley Williams, im Kampf verloren. Lassen wir das doch mal so, warum nicht? Und ab in die Action. Wählen Sie Eingabe hier raus, mal zu. Ja, ja, Eingabe. Electronic Arts präsentiert eine BioWare-Produktion. How bad is it? Bad. We just lost contact with two of our deep space outposts. There's something massive on long-range scanners. Is this what Shepard warned us about? I'd stake my life on it. How long do we have? Not long. I sent word. The fleets are mobilizing. God help us all. God save the Queen.
Ihr könnt das selber lesen, denke ich. Sein will, er sei ein Legastheniker oder so. Dann habt ihr jetzt echt die Arschkarte gezogen. Sorry. Ich habe heute wirklich keine Lust auf Lesen. Die Grafik ist echt beeindruckend. Muss schon sagen. Gefällt mir. Seine hässliche Visage. Commander, you're not supposed to call me that anymore, James. Not supposed to salute you either. We gotta go. The defense committee wants to see you. Sounds important. What's going on? Couldn't say. Just told me they needed you. Now. Anderson? Admiral? You look good, Shepard. Maybe a little soft around the edges. How are you holding up since being relieved from duty? It's not so bad once you get used to the hot food and soft beds. We'll get it sorted out. What's going on? Why is everyone in such a hurry? Admiral Hackett's mobilizing the fleets. I'm guessing word's made it to Alliance Command. Something big's headed our way. The Reavers? We don't know. Not for certain. What else could it be? If I knew that. Da haben wir schon die erste Auswahl zu treffen. Schlag Anderson ins Gesicht. Schade. Wir hätten uns besser vorbereiten sollen. Ich weiß, dass du uns. Wir hätten uns wirklich besser vorbereiten sollen. You know we're not ready if it is then. Not by a long shot. Tell that to the Defense Committee. Unless we're planning to talk the Reavers to death, the committee is a waste of time. None of them have seen what you've seen. We've all reviewed your report, seen the data you've collected. But it's all just theory to us. You've been there, in the trenches, fighting them. You know what they're capable of. That why they grounded me? Took away my ship? You know that's not true. The shit you've done, any other soldier would have been tried, court-martialed, and discharged. It's your knowledge of the Reapers that kept that from happening. That, in your good word? Yeah, I trust you, Shepard. And so does the committee. I'm just a soldier, Anderson. I'm no politician. I don't need you to be either. I just need you to do whatever the hell it takes to help us stop the Reapers. They're expecting you to, Admiral. Good luck in there, Shepard. Anderson? Shepard. Kate? How'd it go in there, Major? Okay, I think. Hard to know. I'm just waiting for orders now. Admiral. Come on. You know the commander? I used to. Admiral Anderson, Shepard. What's the situation? We were hoping you would tell us. The reports coming in are unlike anything we've seen. Whole colonies have gone dark. We've lost contact with everything beyond the Sol Relay. Whatever this is, it's incomprehensibly powerful. You brought me here to confirm what you already know. The Reapers are here. Then, how do we stop them? Stop them? This isn't about strategy or tactics. This is about survival. The Reapers are more advanced than we are. More powerful, more intelligent. They don't fear us. And they'll never take pity on us. But there must be some way. Es muss einen Weg geben. Wir halten zusammen.
we're gonna have any chance at surviving this, we have to stand together. That's it? That's our plan? Admiral, we've lost contact with Luna Base. The moon? It couldn't be that close already. How could they get past our defenses? Sir, UK headquarters has a visual. We heard from Admiral Hackett. What do we do? The only thing we can. We fight, or we die. We should get to the Normandy.